Ja, muss Moin schon. zusammen. Jetzt geht es ab nach Edgefield mit null Beweisen. Und ja, gerade eben der Geist, der dachte, der könnte uns verarschen. Mal gucken, wie der sich hier benehmen wird. Oh, hat mein Foto gezählt? Mein Reich, deine Geisterfoto hat nicht gezählt. Toll. Okay. Naja, dann vorbereiten rein da. So, dann geht's einmal rein. Schon wieder hier vorne, hat gerade meine Laterne ausgepustet. Hier, diesmal mache ich kein Foto, kannst du fotografieren. Wie, die hat nicht gezählt? Hä, die stand doch da. Das ist echt komisch, ey. Okay, müssen wir gucken, wo der hier vorne genau ist. Der könnte im Wohnzimmer sein, der könnte im Flur sein, der könnte aber auch zum Beispiel im Pianoraum oder so sein. Mache ich das hier mal fertig. Der hat hier gerade an der Garagentür gefummelt. Kiki, schnell eine Kamera. Liegt da eine? Kamera, Kamera, Kamera. Ich will die Tür fotografieren. Komm her, Tür. Nicht, dass der jetzt in der Garage ist. So, dann bauen wir mal alles auf. Los, Bonus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir einen Stalker haben. Wir müssen mal die Sensoren so schnell es geht aufbauen. Ich glaube, der Raum ist das Foyer, wie es aussieht. Oder der Atem ist doch hier im Foyer und hier ist es doch auch kälter, oder meine ich das nur? Na, komisch, hier geht's hoch im Foyer. Aber auch nicht so wirklich. Ich habe das Thermo da mal liegen lassen, das könnt ihr ja zwischendurch immer mal wieder checken. Ich glaube, wir haben vielleicht ein Benji oder so. Könnte auch mal den Pianoraum checken, ob der vielleicht da ist. Da sollte der nicht hin, der sollte da hin. So. Es ist sehr komisch. Hier läuft er rum. Ist das hier dann der Raum oder was? Sehr komisch. Ich dachte erst, das wäre das Foyer, aber anscheinend ist er doch hier drin. Müssen wir mal gucken, ob der jetzt uns nachkommt. Nehmen wir mal das. Okay, ich habe mal hier einen Kruzi jetzt noch hingelegt. Ich weiß nicht, was der hier vorhin in der Garage wollte. Der hat nämlich hier das Dings angefasst. Moment. Er hat hier als freien Durchmarsch hier, ja? Versteck ist in der Garage. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das ein Stalker ist.
Jetzt ist es hier kalt. Ich verstehe es nicht. Jetzt wird es in der Garage kalt, dann ist es im Flur kalt, dann ist es wieder in dem Klavierzimmer kalt. Wo ist der denn jetzt? Es ist überall kalt. Wir müssen uns mal alle in die Garage setzen und gucken, ob der zu uns kommt. Ja, schon mal ein Feuerzeug. Ja, da, der ist gerade zu mir gekommen in die Garage. Wir haben vielleicht ein Benji. Ich mach mal das Licht aus, dass die Sanity was schneller runtergeht. Guck, jetzt wird's hier kalt. Das ist echt komisch. Ja, der ist hier. Aber vorhin war die ganze Zeit im Esszimmer unterwegs. Na komm, gib mir irgendwas. Bleibt der jetzt hier? Jetzt geht er gar nicht mehr raus. Das ist ja komisch. Ich hatte das mal, dass mir in Sunny Meadows ein Benji nachgelaufen ist und er ist dann stecken geblieben. Beim Breaker in der Mitte, weil ich da auf den gewartet habe und er war in irgendeinem der Flügel gewesen. Glaube ich, dem seinen Raum. Ich habe dem seinen Raum nie gefunden in der Runde, weil der eh immer zu mir kam und dann ist er da irgendwie stecken geblieben. Ich habe jetzt Angst, dass das jetzt hier auch gerade passiert. Dass der einfach hier stecken geblieben ist. Jetzt wird es hier wieder wärmer. Markus und Thomas sind weg. Jetzt wird es in der Garage kalt. Der ist irgendwie überall, ey. Sehr komisch. Ja, kannst du ja machen. Okay, ich habe gerade einen Whisper aus der Garage bekommen. Wenn du willst, kannst du ja mal meine Sanity beobachten. Ja, guck mal, ob meine Sanity jetzt runtergeht. Ich weiß nicht, ich finde das gerade sehr komisch. Und toll, jetzt macht ihr natürlich ein Event. Na, dann behalte ich meine Kamera. Küken, kannst du das Parabol weiter draufhalten? Ich habe bisher jetzt nur Whispers bekommen. Ja, meine Sanity müsste jetzt runtergehen, weil ich jetzt im Dunkeln bin. Aber vorhin ist sie nicht runtergegangen, oder? Nee, auch nicht. Okay, Moroi ist dann raus. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein Benji oder Phantom-Gefühl. Ich finde das sehr komisch, wo der Geist ist. Lass uns mal in der Küche gucken, ob der da zu uns kommt. Da ist noch ein Salz. Irgendwie finde ich das komisch, weil überall ist es ziemlich kalt, als ob der Geist viel in der Gegend rumläuft. Weil das Foyer war vorhin ziemlich kalt, das war so um die 5 Grad, dann ist das da höher gegangen, dann war der in dem Klavierraum unterwegs und jetzt ist der nur in der Garage unterwegs. Ist echt komisch. Na komm, Geist, komm mal zu uns. Der kommt aber nicht hier rüber, ne? Ist da ein Versteckter, ne? Okay.
Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so ein bisschen Banshee-Verdacht oder Phantom, aber der kommt jetzt gerade gar nicht zu uns. Vielleicht ist er einfach nur zwischen den drei Räumen hin und her gewurmt, einfach so aus Spaß, keine Ahnung. Ich sollte nicht die ganze Zeit das Feuerzeug ballern. Naja, warten wir mal ein bisschen. Okay, der Geist hat das Kruzi benutzt und anscheinend ist der hier drin, warum auch immer. Mach jetzt bloß kein Event. Ich sag's dir, Freund. Mach jetzt bloß kein Event. Wehe. Also ist die Garage doch sein Raum. Ist irgendwie komisch, ey. Kiki, ich hoffe, du hast dir die Kameras so gestellt, dass du was sehen kannst. Okay. So, dann warten wir mal auf den Hand. Aber keine Ahnung, was wir hier haben. Es ist echt sehr komisch. Sehr merkwürdig. Oh, da geht's los. Klingt normal. Phantom. Ich wusste es. Ich wusste es, dass es irgendwie sowas ist, weil das kam mir so komisch vor, dass mir kam es so vor, als ob der Geist uns nachläuft und es ist wirklich so gewesen. Das gibt's doch nicht. Das Foto hat natürlich nicht gezählt, obwohl ich es genau... Oh Mann, ich habe das Foto genau in dem Moment geschossen, als sie aufgeblinkt hat. Scheiße. Ich hoffe, sie macht jetzt ein Event. Also war mein Gefühl doch nicht falsch. Der Geist ist uns wirklich nachgelaufen die ganze Zeit. Es ist ein Phantom. Müssen wir mal gucken, wie wir das Foto jetzt schaffen. Sie kann ja hier rüberkommen, theoretisch, ne? Moment. EMF. EMF. Ist das EMF? Haben wir nur eins hier? Weil das... Weil das EMF wird mich nämlich warnen, wenn sie da ist. Okay, dann hoffen wir mal, dass sie sich mal zeigt. So, dann warten wir mal kurz. Ich hoffe, das hat gezählt. Ja, es hat gezählt. Ich hoffe jetzt nur noch, dass es 3 Sterne ist. Mein Gott, ein Phantom beim Hand fotografiert, ey. Das ist schon Skill, verdammt. Das ist Skill. Alter, das ist schon Skill, ein Foto vom Phantom beim Hand zu machen, ey. Ich muss jetzt gleich nur mal gucken, ob das gezählt hat auf meiner Daily da. Läuft er uns schon wieder nach? Ja, ist dir nachgelaufen, ne? Schade, ich hätte jetzt ein Event geben können. Das wäre cool gewesen. So, war es jetzt ein 3 Sterne? Bitte. Ach, es war kein 3 Sterne. Lecco mio. Aber immerhin hat es für die Aufgaben gezählt. Okay, habt ihr Phantom drin? Ja, ich hoffe, meine Mama hat Phantom. Man hat die nämlich. Nee, hat sie vorhin gesagt, dass sie es eingetragen hat. Nein. Sie wusste schon Bescheid. Ja. Scheiß auf die Daily. Wir haben ja das Wichtigste geschafft von den Dailies. So. Ein Phantom, ich habe mich doch nicht vertan mit meinem Gefühl, dass der Geist uns nachgelaufen ist. Er hat es wirklich getan und deshalb war das mit den Temperaturen alles überall so merkwürdig, weil der dauernd durch diese Räume gelaufen ist. Also nicht dauernd, aber er ist ein paar Mal zu uns gekommen. Das können wir jetzt auch nachgucken, wie oft. Hey, wir haben die Find the Bone. Ein bisschen Geld, schön. Die ist gar nicht zu uns gelaufen, das ist ja merkwürdig. Mir kam es aber so vor, als ob die uns nachläuft. Naja, was ja Phantoms eigentlich so tun. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.